meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Hanali Beauty. Heute gibt es für euch einen Drogerieeinkauf und zwar war ich wieder beim DM und habe mir ein paar richtig tolle Sachen gekauft. Ich würde sagen, wenn ihr sehen wollt, was ich hier gekauft habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich. Also dann fangen wir an mit dem ersten Produkt. Das hat mich so ein bisschen angemacht. Erstmal die Verpackung natürlich, pink und dann mit so richtig schönen Lotusblumen hier drauf. Und das nennt sich Hawaiian Dream mit dem Duft von Tiare, Blüte und Kokosmilch. Kokosmilch hört sich schon mal ganz gut an und ist für jede Haut. Das riecht auf jeden Fall richtig gut. Oh Gott, jetzt habe ich mich verkleckert. Muss ich heute gleich ausprobieren, wenn ich duschen gehe. Dann kommen wir zum nächsten Balea-Produkt. Habe ich mir jetzt schon das zweite Mal gekauft. Das habe ich letztes Mal entdeckt, als ich so ein bisschen beim Rumstöbern war. Und ja, das ist so ein Haarparfüm. Und das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Weil wenn ich zum Beispiel irgendwie koche oder keine Ahnung, wenn ich was trinken gehe und dann alles so nach Rauch stinkt oder nach Essen und wie auch immer meine Haare frisch gewaschen sind, bin ich da so empfindlich. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe da halt voll den Tick, wenn ich meine Haare frisch wasche. Und es ist so die perfekte Erfindung dafür. Wenn die Haare so ein bisschen komisch riechen, dann kann man dieses zauberhafte Haarparfüm drauf machen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach sowas seid, schaut beim DM vorbei. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist diese Beauty Effect Augengel Pads. Habe ich euch, glaube ich, schon mal in meinem DM-Haul vorgestellt. Das ist halt von Balea. Es ist wirklich nicht teuer, kostet 5 Euro, aber hat einen richtig schönen Effekt. Also es hält die Augenpartie sehr schön auf, man merkt es auch direkt. Und es gibt einfach so einen kühlen, frischen Effekt unter den Augen und die Haut fühlt sich danach auch so leicht geglättet an. Also ich finde es wirklich schön, vor allem morgens oder abends vom Schlafen, die kann man das auftragen. Oder bevor ihr euch schminkt, könnt ihr das auch hier auftragen und es gibt wirklich einen sehr schönen Beauty-Effekt und ich denke im Anschluss, wenn man sich halt auch mit Concealer, Make-up und so schminkt, sieht auch alles sehr schön frisch aus. Dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar ist es dieses Got to be Made from Mass. Das ist so ein Haarspray, das gibt so einen schönen messy Look und ich finde es sehr cool, vor allem im Sommer, wenn man halt irgendwie keine Lust hat auf dieses glatte oder diese perfekten Haare. So ein messy Look ist auf jeden Fall richtig cool, vor allem im Sommer, wenn man irgendwie am Strand ist. Wenn man so Beach Waves haben will oder so, also ihr könnt damit einfach so die Haare durchkneten und einfach so ein bisschen aufpacken. Jetzt kommt die geilste Erfindung, die es überhaupt je gab, meiner Meinung nach, weil ich bin so faul, wenn es um Bodylotion geht. Von 10 Mal creme ich mich vielleicht 3 Mal ein, wenn überhaupt, weil ich so faul bin. Gut, wenn ich irgendwas unternehme oder so, dann creme ich mich natürlich wirklich immer ein. Aber nach dem Duschen mache ich das nicht so oft, weil ich einfach gar keine Lust habe. Und da gibt es was ganz Cooles von Duschdas. Habe ich entdeckt, muss ich auch sofort mitnehmen, weil das einfach die perfekte Erfindung für mich ist. Das ist ein Bodylotion Spray and Go. Also für die Leute, die es wirklich nicht schaffen oder die faul sind oder die keine Lust haben, sich immer einzucremen, ist es, denke ich mal, einfach die perfekte Erfindung. Ich habe mir die Sorte geholt, Honig, Melone und Jasminduft. Zieht extra schnell ein, Jasmin extra für dich, zieht extra schnell ein, pflegt intensiv normale bis trockene Haut. Das wollen wir doch jetzt direkt mal testen, oder? Boah, cool! Oh Gott, das riecht echt gut, das riecht nach Jasmin. Das ist echt mega, oh mein Gott, Leute, die Haut, die ist so schön weich und voll geschmeidig, voll richtig schön Feuchtigkeit spendend. Kann ich euch wirklich empfehlen, also das ist wirklich für diejenigen, die einfach keine Lust haben auf Bodylotion und für die es einfach mal schnell gehen muss. Das ist wirklich super einfach und sehr schnell anzuwenden. So, dann habe ich mir das hier noch gekauft, das ist ein Haarpflegeprodukt, das habe ich mir... Also ist schon das zweite Mal, dass ich das kaufe. Allerdings hat meine Mutter mir das geklaut und ich muss sagen, das ist wirklich so gut. Ich habe das immer nach dem Haarewaschen in die Haare reingemacht. Also einfach so ein bisschen auf dem Handrücken draufgegeben, so 2-3 Tropfen. Und dann halt schön in die Haare, oh mein Gott, schön in die Haare einmassiert. Und das ist wirklich richtig gut. Das ist von Balea, Beautiful Long Wunder Serum. Gepflegtes, langes Haar bis in die Spitzen und ohne Ausspülen. Also was auch ganz gut ist, auch wieder für Faule, weil da bin ich auch wieder faul. Ohne Ausspülen ist wirklich super. Und das ist das hier. Dann kommen wir jetzt zu den Beauty-Produkten, beziehungsweise zu den
dekorativen Zeug. Ja, dann habe ich mir die Maybelline Geblushed Nudes Palette geholt. Und zwar ist es die hier, die kennt ihr ja bestimmt. Die Farben habe ich jetzt noch nicht dran gehabt, aber ich denke, die sind auf jeden Fall auch gut pigmentiert. Also die Farben sind eigentlich ganz schön, perfekt für den Alltag, würde ich sagen. Also sehr schöne Farben für diejenigen, die vielleicht so eine schöne, dezente Palette wollen mit weniger Smoky Eye Farben, also weniger dunklen Tönen, dann ist sie eigentlich perfekt dafür geeignet. Dann habe ich mir von P2 so ganz tolle Lippenprodukte geholt. Ja, das sind die zwei von P2, ist eine limitierte Edition, also Limited Edition, und ich denke, die gibt es sogar noch, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich habe einmal die Farbe 010 Gold Glamour und dann habe ich einmal die Farbe 030 Aubergine Opulence. Das sind die zwei hier, also falls euch solche Töne gefallen oder falls euch irgendwie Metallic-Sachen gefallen, dann müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen bei der LE, die haben gerade so Metallic-Sachen. Dann kommen wir zu den nächsten Produkten, und zwar sind es von Maybelline die Vivid Matte Liquid Lipsticks. Und ich habe die vier Farben hier bekommen. Das ist einmal, jetzt muss man schauen, die Nummer 15, Nummer 50, Nummer 35 und die Nummer 05. Ich habe zwar schon was drauf, aber ich will mal gucken, ob die Pigmentierung gut ist. Erinnert mich so ein bisschen an die von NYX, von der Konsistenz. Die sind sogar viel besser pigmentiert, muss ich sagen. Und die Farben sind viel satter, also das ist viel... da kommt viel mehr Farbe raus als bei die von NYX. Schaut mal, wirklich sehr gut pigmentiert, muss ich sagen. Also die sind top. Kann ich nichts sagen, die sind echt top. Vor allem die Nude-Farbe gefällt mir ganz arg. Wirklich sehr gut. Also noch merke ich nichts. Ich merke, dass er noch etwas cremig ist und nicht wirklich matt wird. Also was heißt matt, aber nicht so trocknet. Aber die sind wirklich top. Also kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr jetzt welche aus der Drogerie haben wollt, die nicht zu teuer sind. Ich meine Anastasia, Beverly Hills, es gibt so viele. Es gibt von OPV Lashes, von, oh Gott, Huda Beauty bringt jetzt auch welche raus. Ich bringe welche raus, natürlich. Ja, die sind echt top, also kann ich euch wirklich empfehlen. Die sind, wie gesagt, von Maybelline. Und ich habe die Farben 35, 50, also der Nude ist 50. Der rote ist 35, der rosane ist 05 und der pinke ist 15 und der ist so richtig knallpink, also richtig geile Farbe. So, dann habe ich mir noch von Catrice diesen Camouflage Concealer geholt, und zwar ist es dieser Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice in der Farbe 020. Also es deckt auf jeden Fall gut ab. Ich bin gespannt, wie es im Augenbereich ist, weil bei mir die Augenpartie ist etwas trocken. Da muss ich halt immer aufpassen, dass mein Concealer nicht zu trocken ist und nicht zu dickflüssig, weil sich sonst alles hier absetzt und das sieht halt nicht schön aus. Ja, werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal austesten und euch berichten. Dann habe ich mir die Foundation von Maybelline geholt, die Superstay Better Skin Foundation. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ich weiß noch gar nicht, wie die ist. Bin mal gespannt. Ich werde die jetzt morgen auf jeden Fall nochmal auftragen und schauen. Da bin ich echt mal gespannt, ob die hier gut ist. Und dann habe ich hier noch die Produkte von Astor. Und zwar sind es die Perfect Stay 24 Hours Eyeshadow and Liner. Und da habe ich mir die Nummer, Moment, die Nummer 100 geholt und die Nummer 120. Die Nummer 120 ist eigentlich wie Painterly, also Schimmer, oder? Genau, das ist matt und ist ein perfektes Dupe zu Painterly, und das Gute ist, er ist sehr praktisch, weil ihr könnt es einfach so direkt auftragen mit dem Stift. Ihr müsst nicht extra irgendwie die Finger oder Pinsel dafür nehmen. Und die Nummer 100 ist Creamy Taupe. Die Farbe finde ich richtig schön, benutze ich so oft als Unterlage für meinen Lidschatten. So ist die Farbe. Das ist die Nummer 100 Creamy Taupe. Passt eigentlich perfekt zu Champagnerfarbenen Tönen.
zu hellen Lidschatten mit einem Schimmer tue ich immer als Unterbase auftragen. So, das war's mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuschauen und dass euch die Produkte natürlich gefallen haben. Falls ihr irgendwelche Produkte davon schon habt und wisst, wie die sind, dann schreibt mir doch gerne eure Feedbacks unten in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!